119 zum Stadionvlog gegen den ersten FC Köln. Bisschen Kadersachen haben sich geändert, ne? Kalajdzic auf eigenen Wunsch nicht dabei. Da bahnt sich wohl der Transfer zu den Wolves an. Und auch Eckloff ist ein Thema. Nach meinen Infos ist er nicht im Kader. Grund dafür gibt es eigentlich nicht. Er ist nicht verletzt. Er ist ja, eigentlich nichts mit ihm los. Mal gucken, ob das so stimmt. Wäre natürlich schade, weil du die Option von der Bank oder vielleicht auch sogar von der Startelf eigentlich gut gebrauchen könntest. Sonst, ne, hat er alles erzählt, einen Vorbericht, einen Talk mit Jan Niklas, alles erzählt, alles ist hier drin, es ist sportlich alles drin und eben natürlich auch von der Stimmung her. Ne? Das Ding ist ausverkauft, ausverkaufter Auswärtsblock, gutes Wetter in Köln erwartet, ich habe richtig, richtig Bock, war letztes Jahr auch schon da, da waren aber die Umstände ja ganz, ganz anders, 15.000 waren da oder durften nur da sein, keine Ultras dabei, es war Winter, du hast Maske getragen im Stadion, ich glaube 500 oder so, 750 Auswärtsfans im Stuttgart-Block, das wird eine ganz, ganz andere Erfahrung in Köln, ich habe sehr, sehr Bock drauf, los geht's. Yeah!
Zurück zu Hause. Wir schreiben es 3.36 Uhr. Die Bahn war mal wieder die Ausgeburt der Hölle. Geplant war 21.55 Uhr in Köln, 0.08 Uhr in Stuttgart und dann nach Hause und irgendwann gegen so Viertel vor eins, eins zu Hause sein. Die Bahn dachte sich, nö, machen wir nicht. 123 Minuten Verspätung. Wir waren um 2.11 Uhr in Stuttgart. Da fährt auch keine Bahn mehr zu mir nach Hause. Durch einen absoluten Ehrenmann an Kollegen kam ich jetzt noch heim. Sonst hätte man sich irgendwie Taxi nehmen müssen, das dann an die Bahn übergeben, damit die es dann irgendwie berechnen, weil sie ja schuld waren und so. Aber durch einen absoluten Ehrenbruder an Kollegen kam ich dann doch noch jetzt zu einer halbwegs göttlichen Zeit heim. 3:30 Uhr nachts. Das eine Thema, aber es geht natürlich um Sportliche. 0-0 in Köln. Ich weiß immer noch nicht ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Ich muss so ein bisschen aus zwei Blickwinkeln sehen. Der eine Blickwinkel ist 30 Minuten in Unterzahl in Köln, einen Punkt mitnehmen, kein Tor kassieren, ist nicht verkehrt, klingt nicht schlecht. Anderer Blickwinkel ist, du warst halt das über 90 Minuten das bessere Team. Die erste Halbzeit waren wir deutlich besser, haben wir auch vorm Döner einen Köln-Fan getroffen, auch gesagt, Gott, diese erste Halbzeit war so dermaßen schlecht. Glücklicher Punkt hier, auch der Baumgart hat gesagt, war ein glücklicher Punkt für die Kölner. Wir hatten richtig dicke Chancen, Silas mit dieser Riesenchance da und selbst mit Unterzahl waren wir besser als Köln im Spiel. Die waren offensichtlich müde und angenockt von dieser Reise nach Ungarn, weil ein bisschen Party, dass sie in die Conference League Gruppenphase eingezogen sind. Und du hast halt nicht nutzen können. Zu viele Chancenwucher, wieder der Kicker hat Chancen, also nicht Torschüsse, sondern wirklich ernste Chancen gezählt. Ich glaube 3-8 haben sie gelistet. Ja, und da darfst du halt gewinnen. Da darfst du halt gewinnen. Also die nächsten zwei Punkte, die du so gesehen dann halt verlierst nach dem Bremen-Spiel, wo du eben Last-Minute-Treffer kassierst zum 2-2. Das ist halt sehr, sehr schade. Vom Grundsatz her natürlich nicht verkehrt ein Punkt in Köln. Ohne Gegentor in Köln mit einer roten Karte, die absolut berechtigt war. Wir haben Wiederholungen gesehen. Er kommt halt viel zu spät. Ich will ihm gar keine böse Absicht unterstellen, aber er kommt halt viel zu spät. Das ist eine klare rote Karte. Stimmung war brutal. Plätze waren ja auch brutal. Erste Reihe Oberrang. Richtig, richtig geile Stimmung. Und so, ja,
doch für mich irgendwie ein bisschen, ich schwanke eher in die Richtung von 2 Punkte verloren. Natürlich musst du sagen, Köln auch eingeklärt bekommen von Mafropanus auf der Linie und natürlich diese absolute Weltklasse-Parade von Müller in letzter Sekunde. Auch klassisches Thema in den letzten ein, zwei Saisons oder so oder vor 2, 3 Saisons hätten wir das Ding wohl noch gefangen. Ne? Siehe letztes Jahr Köln. 0-0 Spiel und dann fängst du hier Modest-Kopfball. Diesmal geht er nicht rein. Kein Last-Minute-Treffer diesmal für Köln. Wäre auch nicht verdient gewesen. Trotzdem gesagt, es wäre mehr drin gewesen. Ist sehr, sehr schade. Aber mit solchen Leistungen, schon mal der Blick nach vorne, wirst du Schalke besiegen, musst du Schalke besiegen. Das ist das nächste Heimspiel, das du hast. Schalke zu Hause, also extrem, extrem wichtig. Danke fürs Zuschauen hier. Alle, die neu am Start sind, gerne das Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal.